Als wir The Wire schrieben, fragten wir Experten, die Mordermittler und auch die Dealer an der Ecke. Leider musste ich den Tod mit ansehen, als ich in Brooklyn aufwuchs. Von den Morden muss man sich distanzieren, sonst wird man verrückt. Ich erinnere mich an den letzten Freund, den ich verloren habe, der ermordet wurde. Ich kam aus dem Kino und sah ihn und seine Freundin, eine klassische Szene. Sie schreit, über seine Leiche gebeugt, und da lag er aufgebahrt. Es gab keine Hintergrundmusik, keine dramatische Musik, um die Gefühle hochzupuschen. Er liegt auf dem Boden, da ist Blut, die Kreidelinien, das Absperrband, und man geht weiter.